Sicherheit steht beim IT-Unternehmen Open Systems an erster Stelle. Und das gilt auch für den CEO. Nur per Iris-Scan kann Martin Bossert sich Einlass verschaffen. Security comes first. In die alten, schmucklosen Produktionshallen ist mit der Open Systems AG ein junger, innovativer Geist eingezogen. Rund 70 Mitarbeitende, die meisten Ingenieure oder Informatiker, sorgen mit viel Elan und Know-how dafür, dass in mehr als 1800 IT-Netzwerken in der ganzen Welt alles rund läuft. Eine anspruchsvolle Arbeit, die viel Konzentration und Erfahrung fordert. Daher hat Open Systems früh damit begonnen, die interne Weiterbildung zu systematisieren. Jeder, der hier sitzt, ist ein zertifizierter Mission Control Security Engineer. In diesem Jahr feiert das IT-Sicherheitsunternehmen 20-jähriges Jubiläum und ist erwachsen geworden. Aus einer Gruppe junger IT-Freaks hat sich der Schweizer Marktführer für Internetsicherheit mit Standorten in Zürich und Sydney entwickelt. Bereits mehr als 120 Firmen und Organisationen rund um den Globus vertrauen in Sachen Netzwerksicherheit auf die Expertise von Open Systems. Und der Pioniergeist ist trotz des immensen Erfolgs immer noch ungebremst. Besser sein als die anderen, das ist für die jungen Mitarbeiter ein Antrieb, der durchaus auch spielerisch aufgefasst wird. Auf ein inspirierendes Arbeitsumfeld legt das Unternehmen großen Wert und investiert hier voller Überzeugung. Das Interesse der Wirtschaft an Netzwerksicherheit boomt, an neuen Kunden besteht kein Mangel. Wohl aber an qualifiziertem Nachwuchs. Daher baut Open Systems die Zusammenarbeit mit den technischen Hochschulen konsequent aus. Attraktive Praktika sollen die geeignetsten Absolventen für das Unternehmen gewinnen. Wer einmal an Bord ist, sorgt mit dafür, dass in den Computernetzwerken ihrer Kunden alles rund läuft.